FC Lausanne Sport als Aufsteiger hat einen sehr guten Saisonstart gehabt. Sie spielen sehr einen technisch gepflegten, attraktiven Fußball. Sie sind für jede Mannschaft gefährlich, auch auswärts. Da hat der FC Basel miterlebt. Also das heisst für den FC St. Gallen natürlich. Volle Konzentration, mutig nach vorne spielen. Die Stärke ausspielen, die sie haben, das heisst Zweikampfstärke, Laufbereitschaft, Team, Geist. Und nur so können wir die drei Punkte hier in dem Kibum Park einfahren. Mit Kampf, würde ich sagen, haben wir einen vollen Erfolg auf sicher. Das heisst also 95 Minuten Vollgas. Hopp, St. Gallen! Ich bin Marcel Herzog, bin 36 und spiele seit 4,5 Jahren beim FC St. Gallen. Ja, ich bin durch einen speziellen Weg gegangen, zum Profi zu werden. Ich bin erst mit 17 in eine Erstligamannschaft gekommen, was mir aber irgendwie noch gut hat, mit erwachsenen Leuten zusammenspielen. Und dann sind wir, als ich 20 war, sind wir aufgestiegen in die Nazi B. Und erst dann habe ich eigentlich meinen ersten Profivertrag bekommen beim FC Basel. Dann. Das Highlight war sicher, als ich mit 27 Jahren in die Bundesliga wechseln konnte. Das war schon etwas, das sehr, sehr speziell ist und das ich sicher mitnehme. In Deutschland, allgemein das Deutschland-Abenteuer. Ja, es ist klar, dass es im Fußball viele Höhen gibt, aber natürlich auch Tiefen. Und grundsätzlich macht das ja auch die Spannung aus vom Fußball, dass du eben mal oben bist, dann bist du wieder mal unten und dann kämpfst du wieder offen. Ja, das war eine grosse Lebensschule auch für mich, wo ich in jungen Jahren schon gelernt habe, auch mit Druck umzugehen und mit Drucksituationen. Und ich habe das immer ein bisschen gesucht, so spezielle Situationen, und weil mich die immer ein bisschen angetörnt haben. Ich habe früher schon immer, als ich auch gegen St. Gallen noch gespielt habe, es waren immer sehr spezielle Matches. Dort war es noch ein Espenmoos gewesen. Und die ganze Atmosphäre mit den Zuschauern waren immer sehr, sehr wilde Matches. Und ich habe immer gedacht, hey, St. Gallen ist ein cooler Club. Und dann hat sich vor 4,5 Jahren die Möglichkeit ergeben, um da anzuwechseln. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut, um das da ein Teil von dem Enthusiasmus sein. Und so ist es dann auch, vor allem die ersten zwei Jahre mit dem Europacup, den wir hatten. Das war eine unglaubliche Euphorie, die in dieser Stadt geherrscht hat. Und wenn ich sehe, wie viele Leute da mitgekommen sind auf Valencia, auf Swansea oder sogar in Moskau. Das ist Wahnsinn, was der Fußball in dieser Stadt für eine Begeisterung auslösen kann. Wenn es gut läuft, ist das sehr, sehr angenehm für die Spieler. Wenn es schlecht läuft, ist es manchmal ein bisschen weniger angenehm, aber auch das gehört dazu. Und da finde ich, kann man sich dem stellen und dann gemeinsam weitergehen. Ich heiße Rolli Löw, ich mache die Sportadministration im FC, bin seit 20 Jahren hier dabei, davor 14 Jahre in der U21 und jetzt 6. Jahr in der ersten Mannschaft. Meine Aufgaben als Sportadministrator sind vorbereiten vor dem Spiel, selbstverständlich auch dann mitgehen mit dem Spiel, dass alles funktioniert mit dem Hotel, mit der Unterkunft, dann auch auf dem Platz, dass einfach alles stimmt. Dann auch die Unterstützung der Spieler, wenn sie Wohnungswechsel haben, Ein- und Austritt, Auto, einfach sehr vielfältige Sachen, wo ich aber nicht verantwortlich bin. Das ist bei den Punkten. Da müssen die Spieler selber schauen. Wenn der FC St. Gallen ein Song wäre, dann gäbe es für mich eigentlich nur eine Musikrichtung. Das wäre ein lüpfiger, rassiger Oberkeiner. St. Gallen natürlich vor allem aus Begeisterung, das grün-weisse Herz, die Liebe zum FC St. Gallen. Ich kann mir eigentlich gar nicht anders vorstellen, als bei diesem Club zu arbeiten und zu wirken, mit allen Tiefen, mit allen Höhen, die ich in diesen 20 Jahren natürlich erlebt habe.
sind drei Zwölf von denen. Und das ist ein Tier. Das sind auf der Seite. Und es hat sehr viel auf der Welt. Er spielt eher raus. Von hinten auf die Seite anspielen und also Eckball macht. Meistens. Meistens nur vier. Kann er dann führen und flanken? Okay. Die laufen auf der Aussenbahn, so weit wie es geht, und irgendwann geben sie die Mitte, dass ein anderer Goal schiessen kann.